Hallo ihr Lieben. Ja, willkommen auf der Hanf Expo hier in der Markthalle in Wien. Und wir hoffen euch vielleicht morgen noch hier bei uns am Stand zu sehen. Nehmt euch noch eine Pflanze mit von der Hanf Expo. Die werden nämlich hier verschenkt. Und wir können euch begrüßen von den Cannabis Social Clubs hier auf der Hanfmesse. Lasst euer Gras testen, schaut unter dem Mikroskop an, ob Verunreinigungen da sind. Manuel, steh nicht so lange im Bild bitte, dankeschön. Schaut einfach mal bei uns vorbei, nehmt einen Aufkleber mit. Wir sehen uns, bis dahin, baba. Schöne Pflanzen. Hm. Ingo, sag mal, die Pflanzen, die sind nur mit Alphabus gemacht jetzt, oder? Ja, da ist im Prinzip nur Alphabus und hat unsere hauseigene Bio-Düngermischung drinnen. Super. Sehen also wunderschön grün aus, dafür, dass der überhaupt kein anderer Dünger jetzt verwendet. Die Leute glauben ja immer, sie müssen urviel Dünger verwenden. Ne? Aber nein, man muss nur die entsprechende Bio-Düngermischung finden, die halt auch schnell verfügbar ist. Das ist eigentlich oft das große Problem mit den Biodüngern. Mit den organischen, dass sie nicht so schnell verfügbar sind. Das heißt, es ist nicht optimal für so ein kleines Medium. Aber wir haben da unsere eigene gute Mischung gefunden. Mit dem funktioniert das sehr gut. Das ist, eigentlich habt ihr ja Steckit gehabt, habt ihr dann geschlossen und jetzt macht ihr aber doch wieder, weil ihr gesehen habt, die anderen können das alle nicht, macht ihr jetzt doch wieder Pflanzen. Naja, so ungefähr. Wir hatten schon vorher gewusst, dass die anderen natürlich nicht so toll können wie wir. Nein, natürlich nur Spaß. Aber wir haben im Endeffekt, weißt du, die Produktion, wo wir früher die Pflanzen hatten, haben wir nachher geändert, natürlich auf die Alpha-Boost-Produktion. Und wir haben außerhalb vorerst keine Produktionsstätte gefunden mit dem entsprechenden Partner. Den haben wir jetzt Gott sei Dank gefunden. Gott sei Dank. Und jetzt gibt es fast so wie vorher eigentlich die Pflanzen wieder. Super. Wenn du das nicht wüsstest, wüsstest du nicht, dass sie nicht von uns kämen. Super. Finde ich gut. Danke dir. Ciao. Drajan von Hanf und Hanf, natürlich mit dabei hier auf der Hanf Expo. Sag mal, lohnt das jetzt noch hier vorbeizukommen auf der Messe? Ist ja noch nicht so toll besucht, ne? Auf jeden Fall lohnt es sich, weil es ist ganz was Neues, die erste Messe mitten in Wien. Wir bemühen uns alles, den Leuten hier noch das Thema Hanf, ne, ganz nahe zu bringen, ihnen Geschenke zu geben. Es ist eine CBD-Messe, es ist Outdoor-Saison, es ist die richtige Zeit, jetzt loszustarten, um sich im Frühling einzudecken
Okay. Und es lohnt sich auf jeden Fall, hierher zu kommen. Das heißt also, wenn die Leute Outdoor bzw. draußen anbauen wollen, ist jetzt auch die richtige Zeit, um wirklich Pflanzen anzusetzen. Ne? Jetzt ist die allerbeste Zeit. Genau, ja. Jetzt machen wir das. Und den ganzen Mai noch. Was ich so toll finde, bei dir kann man hier wirklich, ich meine, Geschenke sollte hier nicht alles sein, Leute, warum ihr zur Messe kommt, aber was du hier anbietest, finde ich einfach echt auch einen tollen Service. Die Leute können sich also hier den Samen, blenden wir gleich mal kurz ein, aussuchen, der wird für sie eingesetzt und sie können sich dann ihre Pflanze mit nach Hause nehmen. So ist es, ja, ganz eine wichtige Sache. Alle, die da jetzt da den ersten Kontakt zu den Pflanzen haben, die bekommen von uns gratis Samen, die gekämmt sind. Ich werde mal in die Kamera zeigen, wie das ausschaut. Man sieht hier vorgekämmte Samen, die sind jetzt da circa 3 Tage alt. Man erkennt sie, dass sie schon sehr schöne Fäden gezogen haben. Ja. Die werden dann in Erde oder in Kokos eingesetzt. Und in 2,5 Monaten sind die ausgereift. Das sind automatische Samen. Ah, okay. Und die haben uns extra für den Frühling jetzt da gesagt, wir machen keine feminisierten, sondern wir nehmen automatische Samen, sodass die. Mit den Leuten auch gar nichts mehr. Die kannst du an der Fensterbank so stellen. So schnell wie möglich gute Resultate haben. Und wir wünschen uns, dass alle schön verteilt werden und dass jeder auf seiner Terrasse, Balkon, schöne Automatik, Blumen hat, um Wien grüner zu machen. Höchste Zeit. Ich finde es eine tolle Aktion, wie gesagt, Leute, also kommt noch schnell auf die Messe, nehmt euch hier eure Pflanze mit, sucht euch die aus, ja, stellt euch die auf den Balkon, dran. Ja, danke, genau so danke, dass du hier den Leuten so ein tolles Geschenk machst. Schöne Grüße nach Hause.